Salve, ich bin Taurus, willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Heute machen wir was ganz anderes. Wir gehen heute fahren zum Bochorner Oldtimer-Treffen. Das ist der größte Oldtimer-Markt hier in der Gegend. Das größte Oldtimer-Treffen. Kostet auch 15 Euro Eintritt, also wirklich viel Geld, aber das lohnt sich, besonders wenn ihr einen Oldtimer habt und Teile braucht. Also die riesige Teile machen mit einer riesigen Auswahl. Und für die Besucher lohnt es sich einfach, weil da einfach tolle Autos sind, die man sonst halt nicht zu Gesicht bekommt. Ja, nun geht's auch los. Wenn euch meine Video-Equipment interessiert, guckt mal in die Videobeschreibung. Und nun viel Spaß mit diesem Video. So, wir sind jetzt angekommen hier auf dem Parkplatz. Das kostet schon wieder 5 Euro. Jeder, der mich kennt, kann sich meine Laune jetzt vorstellen. Und eng ist das hier. Also ohne Einweiser bin ich hier nicht rechtzeitig reingekommen. Für so einen Scheiß auch noch 5 Euro zu bezahlen? Nee. Ja, egal. Liebe kostet halt. Aber schönes Wetter, nicht zu heiß und nicht zu kalt. Hier sind schon mal endliche Motorräder, wie ihr sehen könnt. Der Moment des Grauens naht. So, die ersten Meter. Trabi haben wir hier schon mal. Ich habe vorhin scherzhaft zu meinem Vater gesagt, wenn heute einer einen Senator verkauft, kaufe ich mir meinen Senator, den wir haben wollte. Hier steht schon einer. Da steht noch ein Passat als Turbodiesel, VW Derby müsste das sein. Der Granada ist ja hammermäßig. Den finde ich ja cool. Kadett Kombi. Auch ein niedliches Bild. Cadillac gegen Kadett. Mercedes. Das ist echt Wahnsinn, was hier los ist. So, wir haben einen schwarzen 126er eingetunt. Den Zünder-Kundendienst. Da hinten steht schon wieder ein Senator B für mich. Das sieht auch klasse aus. Ja.
Rekord für Roman, alten Kapitän. Der Hanomag ist auch echt cool. Der Capri da hinten ist auch der Hammer. Das ist ja wieder so Oldtimer nach meinem Geschmack. Man sieht ihm halt sein Alter an. Und das finde ich gerade cool bei Oldtimern. So sieht den Wagen besser, glaube ich. Verhungern müsste ich hier, glaube ich, auch nicht, wenn ihr hierher kommt. Und voll ist das hier. So, dann bin ich auf dem Ersatzteilemarkt angekommen. Ja, für Leute, die Oldtimer haben und dafür Teile brauchen. Für die ist bestimmt hier was bei. Dann kann ich dir nicht helfen. Friesländer Kennzeichen. El Camino. Hier haben wir was Schönes, spritzsparendes, Lincoln Continental Mark IV. Geiles Ding. Ich glaube, das ist 8 Meter lang, gefühlt. Und der Sechster, den finde ich wirklich schön. Schöner 124er Mercedes. Ich weiß gar nicht, was ich erzählen soll die ganze Zeit. So. 123er, wenn ich alles täuscht. BMW 5 irgendwas. So ein alter Transit-Pritschenwagen ist auch der Hammer. Volvo finde ich jetzt nicht so schön, aber auch irgendwie cool. Was man alles auf dem Käfer alles machen kann. Der ist wohl auch noch im Dienst, beim Saftladen. Volvo aus Aurich. Hier haben wir noch einen schönen Granada, auch selten geworden. Volvo. Hinten steht noch ein Granada, den ersten Granada finde ich eigentlich noch schöner. Oder einer seinen E34 aber schön hergerichtet. Farbe schön, Boston Grün Metallic, wenn man nicht alles täuscht. Scheiß gerade, du hast da Apfelschein drauf. 126er Mercedes, höher gelegt, so wie es aussieht. Vorne, schön drauf auf dem Hut, mit dem Mitran.
einen schönen Opel Admiral, Opel Kapitän. Hier haben wir einmal die Mercedes Harrier. Das ist ein 124er, das weiß ich. Der sieht in dem Mattgrün ja auch verdammt cool aus. Ich weiß nicht, ob das Original ist, ich glaube es auch nicht, aber ich finde es cool. Farbe finde ich schön. Commodore, Rekord. Fiat 124, Mercedes-Benz, der ist schon mal lackiert worden, glaube ich. Hier ist einer genauso Setra-Fan wie ich. Diese 208er Setras, die kriegt man übrigens mit Glück auch noch auf 7,5 Tonnen abgelastet. Dass man die mit einem Klasse 3 Schein fahren kann. Habe ich mal gelesen, so neulich. Oh, Rummann im Setraland. Oh, da steht ein Omega. Der Volvo ist auch der Hammer. Dann haben wir noch einen Setra S80. Auch echt cool. Noch ein Setra S80. Wo ich finde, die 200er Baureihe irgendwie schöner, weiß ich nicht. Dodge Coronet. Kriege ich wieder mal nicht auf Bild drauf. Aber schöne Wägelchen. Hier steht richtig Kapital. Niedlich, wie klein so ein VW-Bulli früher war, noch heute ist im Gegensatz zu anderen Autos. Aber total geiles Auto. Opel Monza habe ich neulich noch ein Review vom Car Ranger von gesehen. Schönes Auto. Noch ein D1 mit geteilter Frontscheibe. Hannover Kennschild, die sind auch ausgestorben hier. Da steht noch Scirocco. Alte Mercedes, Borgward, Isabella und ein Triumph. Gut, dass der quer geparkt hat, so kommt er jetzt bei mir aufs Bild drauf. Ich bin so viele Autos, ich habe gar nicht nur Akkus dabei, glaube ich. Ente ist auch der Wahnsinn. T2 Pritchie habe ich auch schon irgendwie nicht gesehen. Der Mustang ist auch echt cool. Er sieht ja aus wie bei Max Bishop geklaut, den ich noch hier versuche zu treffen. Ich weiß bloß nicht, wo er ist. Ich weiß nur, dass er hier ist. Golf ist mittlerweile auch schon wieder cool.
Camper auf der Wiese. Ja. Schöner 126er. Noch ein schöner Senator. So, ich schmecke es gerade. Der Omega sieht auch klasse aus. Ich bin ein großer Omega-Fan. War einer der seltenen in so einem Zustand. Die meisten sind alle weggerottet. Honda Accord. Da steht auch viel Geld und Zeit. So ein Kübel matt schwarz, habe ich auch noch nie gesehen. Sieht aber gut aus, auch mit den roten Felgen. Macht das leid. Dazu ein Cherry müsste das sein, das ist ein Opel Monza. Opel Admiral, wenn mich nicht alles täuscht. Ne, das ist ein Kapitän, scheiße. Trabi Kübel. Ford Capri, auch echt cool. Mittlerweile finde ich die auch wirklich schön. Ich glaube, man weiß hier nicht, wo man hingucken soll. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, weil ich von meinen ganzen Eindrücken so geplättet bin. Der war jetzt hier über 10 Jahre, nicht mal mit Eintritt, der so teuer ist. Aber das lohnt sich schon irgendwie. Oh, Taunus. Das finde ich jetzt wieder cool. Ich denke mal, das war ein alter Krankenwagen oder so was ähnliches. Oh, schöne alte Mercedes, ich weiß leider nicht, wie die heißen, da kenne ich mich nicht so mit aus. Aber ich finde die wirklich schön. Das ist VW Käfer in einem schönen Grün, das weiß ich wohl. Ein altes Taxi. Das ist ein Taxi. 201er. Sowas finde ich ja schon wieder cool. Ich liebe solche Red Logs. Ne? Das ist wirklich klasse. Gehen Sie mal durch. Hast du? Ja. So, den hat der Helge Thomsen schon bei Instagram gepostet. Finde ich wirklich cool. Ja, das ist wirklich mein persönlicher Autogeschmack. Ich bin zwar Opelaner, aber das Ding finde ich cool. Hier noch einen schönen Kadett C. Und das ist, glaube ich, in der letzten Stunde der einzige Lancia, den ich auf diesem riesigen Festgelände gesehen habe. Ich denke, das ist ein Fulvia, ich kenne mich da nicht mit aus. Meine Mutter hat mal einen Kerl. Gott sei Dank getrommelt und gepfiffen. Oh, ja, man hat Ahnung, Lancia Fulvia ist es. B-Kadett und White Look finde ich auch echt cool. Daneben 126er Mercedes, der passt doch super. Land Rover, Käfer in Schwarz. Steht eine Ente neben einem 107er Mercedes. Schöner BMW. Mittlerweile ist so eine E36 auch schon wieder richtig Geld wert. Ich kann mich noch daran erinnern, dass so eine Karre 500 Euro gekostet hat. Einer der ersten E30 haben wir hier noch schön.
So, jetzt noch ein bisschen Flohmarkt-Feeling für euch. Das heißt Flohmarkt, das ist jetzt auch ein bisschen aggressiv. Ich suche immer noch den Herrn Kollegen Speedshow. Und deswegen, Rekord E müsste sein, der B Coupé. Die Golfstaffel ist hier noch 123er Mercedes, dürfte das sein. Schöner Kadett. Ja, da wird man noch Kennzeichen erkennen. LKW. 126er Mercedes. Ende August ist hier übrigens auch wieder LKW-Treffen, da fahren wir auch zusammen hin. Wahnsinn, hier ist auch richtig cool hier. Kühlergröße hoch wie ich, ungefähr 1,74. Kriegst gar nicht auf den Weg drauf. Mit dem Ding möchte ich mal eine Probefahrt machen. Doch. Natürlich schön mit Zeitplatz, das muss hier sein. So, wir sind jetzt hier im Nutzfahrzeugareal. Wir sehen schon, da stehen LKWs. MANs. Einer mit Unterflurmotor. Die Abfahrer. Ich sehe noch eine Ente. Die Veko Tourbus da, die fand ich früher mal cool, die hatte ich früher auf dem Kartenkonzert. Da sind sie heute noch cool. Oh. Ja auch. Ich suche hier immer noch den guten Herrn Kollegen Max Pietschow. Was würde das hier sein, wie stand neben einem militärgrünen LKW? Oh, der ist ja cool. Das ist ja der Wahnsinn. Solche Vehikos gab es auch eine Zeit lang richtig billig, jetzt sind die aber auch ganz gut teuer geworden. Insbesondere 7,5 Tonnen, aber billiger, der wird mehr wiegen. Einen alten THW-Wagen haben wir hier, das ist da vorne dran, Mercedes. Ne, Magirus Deutz. 124er Mercedes. Der am Ende ist auch echt der Wahnsinn. Ich sehe hier noch zwei Calibras. Sieht auch gut aus, der dunkelblaue Calibra mit den goldenen Kreuzsprechenfelgen. Ich liebe Kreuzsprechenfelgen. Calibra finde ich mittlerweile auch echt cool. Hier riecht einen alten verbrannten Diesel. Chevy Camaro SS. Einen alten Mercedes-Bus von der Polizei. Hier noch ein Setra S60. Das ist ein 123er, ja, ne? Ford Fiesta Cabriolet, Kadett C, ja, ein ganz alter Kadett, Rekord K. Hier haben wir noch ein Kadett C in Red Look, ich liebe das einfach.
direkt neben der Corvette C4 müsste das sein. Das sieht aus wie Rocco. Kadett C, noch ein Kadett C, VW Käfer. Der Chevy sieht auch unglaublich geil aus. Ich finde das sowas von klasse. Der Manta, Opel GT, T1 mal wieder, ein Trabi. Willis Jeep aus Osnabrück, VW Caddy, da kommt ein Käfer. Ford Capri. Ja, es ist kaum mehr leer. Ich gehe hier lang. Wir haben einen alten Hanomag. Hier steht noch 126er Mercedes. Ist das denn Ford Taunus? So sah die früher mal aus. Hier noch was für mich als großen Seefahrer-Fan. 212er. Den kriegt man auch mit Gedeih und Verderb nicht auf 7,5 Tonnen abgelastet. Granada. Noch ein Mercedes. Niemals aufhören. Wenn es aufhört, nee, dann fängt es wieder an mit meinem Motor. Ja. Ja. Hier ist Frankreich. Okay. Ja, der Hanomag da vorne ist auch echt der Wahnsinn. Kurier. Da kann ich mir nicht sagen, was es sein soll. Nee, das ist ein Kammergier. Das ist ein Kammergier. Das haben wir noch nie gesehen. Das müsste Fiat. Hm? Das ist ein Jugo, oder? 24er Kombi, cooles Auto, noch cooler der Granada schon hier. Geiles Ding. Die guten Ronald Turbofelgen machen jedes Auto schön. Limes. Den finde ich in der Optik wirklich cool. Aber die Farbe des grünen Dings, das Grün von dem anderen daneben, finde ich auch schön, dem anderen 123er. Aber die zwei Farbenlackierung von dem Thema, der sagt mir sehr zu. Wenn ich dran darf, darf ich denn die Karte D, E. Für meinen Vorkasten, das ist auch ein riesen Schlitten, was ist das? Da haben wir noch einen der allerersten Vectra. Ah, ist auch schon verdammt selten geworden. Das ist auch 86er Baujahr, müsste das sein. Lexus IS400 heißen die. Cooles Ding. Opel Rekord GSE. Ein 23er Schwarz, sieht echt cool aus, besonders mit den dicken Reifen drauf. Dann eben eine kleine Mini, echt süß. Hier haben wir nochmal zwei, drei MRN, einmal in Gelb und das Kurz, sieht gut aus. Von Herrn Wiese. Da hat sich schon einer aus dem Posten Wohnmobil gebaut, das habe ich auch noch mal vor in der nächsten Zeit. Den finde ich auch cool, diesen alten Transit. In der Farbe habe ich das noch nie gesehen, gab es auch so in dem Farbton nie, aber es sieht wirklich schön aus, aber sofort im Leben auf der Seite drauf, echt schön. Steht dann E39, so hatte ich früher mal. Altes Taxi, 108er Mercedes. Die Göttin ist auch da. Hier lichtet sich das Feld zu langsam, aber ist auch mal ganz angenehm. Audi sieht mit den goldenen Felgen auch gut aus. Ja.
der hat. Er ist auch der Wahnsinn. Ich weiß gar nicht, was es ist. Ford Model A. Ja, richtig geraden. Schöne Farbe. So ein Airbus ist auch echt der Hammer. So ein typisches 90er Jahre Relikt. Mir gefällt das. So ein Weinschrauber hatten sie bei den Gebrauchtwagenprofis früher mal. So ein Achter, diesen dunkelgrün. Ich meine, das heißt Boston Grün Metallic. Sieht auch wirklich traumhaft schön aus. Ich weiß nicht, ob ihr da was von seht. Ist ein bisschen sonnig hier, aber in echt sieht er cool aus. W201 ist sportlich. Rot und Gold passt super zusammen. Wirklich schön geworden. Ich bin ja eigentlich kein Autotuning-Freund, aber das sieht wohl zusammen sehr gut aus. Alter Dreier BMW in Knallorange. Alter Barkasse, ne? Grün Metallic, sieht aus wie Opel Grün Metallic. Ein Omega B gab es, glaube ich, in der Farbe. Oh, der erste 5er BMW ist auch ein schönes Auto. Der sieht auch cool aus. Manta mit V8 Rotor. Das ist ja auch E34. Alter Audi 100. Der, das ist ein E32, glaube ich. Sieht in schwarz-metallig auch sehr gut aus. 224er nebeneinander. Müsste die erste Modellpflege sein. Das eine ist ein Taxi. Beide mit Schiebedach, das ist cool. Schöne Felgen drauf. Dieselpassat. Es gibt keinen BMW-Händler hier. Ja, genau. Ja. 23.000 Euro kostet eine 126er Mercedes mittlerweile. Hat auch nur 68.000 Kilometer knapp gelaufen. Ein schöner Jaguar, XJ8 Subway, ein Trabi. Der Wohnwagen da hinten ist auch echt der Hammer. Schwedischer 126er Mercedes. Ist die Ente so oder ist sie tiefer gelegt? Weiß es nicht. Der T1 ist ja auch Wahnsinn, ne? Volvo Amazon. Falls noch jemand Opel Blitz braucht. Alter Mercedes. Ist ja genau mein Geschmack hier, ne? Der ist auch cool. Ein Chevrolet, ich weiß das Modell leider nicht. Schöner Opel Admiral mit BP-Werbung drauf. Das finde ich wirklich klasse.
So, ich muss leider los. Wir sehen uns gleich zum Outro wieder. So, hier haben wir noch mal ein ganz, das ist eine lange Version. Ich weiß nicht, für einen Pullman ist das so klein, aber trotzdem ist es ein schönes Auto. Ist jetzt auch nicht aufwendig restauriert und würde gealtert. Und das habe ich noch nie in echt gesehen, ein Commodore Kombi. Commodore C oder D ist das. Habe ich als Kombi noch nie in echt gesehen. Und hier seit über 25 Jahren auf Oldtimer-Ausstellung. So etwas habe ich auch noch nie gesehen. Voyage. Das gab es auch mal beim Kadett. Schönes Auto. So einen gepflegten Opel Calibra habe ich auch noch nie gesehen. Golf Country auch selten geworden. Einer der ersten, eigentlich das erste SUV. Normaler Golf. Bremer Mercedes. Düsseldorfer Mercedes. Granada Coupé. So, jetzt beginnt die Suche nach dem Auto. Schön eng ist es hier auf jeden Fall. I'm always thankful for something, don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, für euch ist es in Ordnung, weil ich da filmen durfte. Ja, ich fand die Autos wirklich klasse. Wirklich so eine Auswahl habe ich noch nie selten gesehen. Ich war da vor 10, 12 Jahren mal, aber danach auch nie wieder, weil mir da einfach zu der Eintritt ist es mir eigentlich nicht wert. Aber dieses Jahr wollte ich mir diesen Luxus mal gönnen und bin da mal mit euch hingefahren. Ich hoffe, euch hat das Spaß gemacht. Wenn ich weiterhin auf Oldtimer-Treffen gehen soll, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Morgen fahre ich nach Sandler Münz, das ist ein kleines Oldtimer-Treffen. Ende des Monats fahre ich noch nach Bärum auf Fehn und im August ist auf jeden Fall Treffen eine neue Show. Da werde ich auf jeden Fall hinfahren und Ende August ist in Bockborn auch noch wieder LKW-Treffen. Da war ich ja letztes Jahr schon mal mit euch. Da fahre ich auch die wieder hin. So, wenn ihr darauf Bock habt, schreibt es in die Kommentare. Nun bedanke ich mich für euch fürs Zuschauen. Tschüss.